Wow, das sind sie. Die Arenaleiter der Galar-Region. Und ich? Ich bin mittendrin. Mitten im Stadion. Was wird wohl passieren? Katzastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Meine Lieben, es geht jetzt endlich los. Die Eröffnungszeremonie, die beginnt heute hier in Engine City, in diesem Gebäude. Wir dürfen sehr gespannt sein, was wir heute alles entdecken werden und wie das Abenteuer weitergeht. Da drüben steht schon Hoop. Du bist Katze, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, du ziehst dich direkt um. Okay, werde ich tun. Bis gleich. So, fertig umgezogen. Da bin ich auch schon. Sehe aus wie ein Fußballprofi. Mit meiner Trainingsnummer oder mit meiner Nummer 14-1. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 141 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Wow, 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 es geht auf ins Fußballstadion. Yay! Yeah! Danke, meine Fans, danke, meine Fans. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie heute alle dabei sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu eröffnen. Die Arena Challenge. Jawohl, die Arena Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arenaleiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. Ja, da sind sie auch schon. Wow, da kommen sie. Die Arena-Leiter. Das sind sie also. Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Yeah, Kabu, Kabu! Galas Expert für Geister-Pokémon, Neo, der Schweigsame. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon, das ewige Eis Mel. Und der stärkste aller Arenaleiter, Roy, der Drachensturm. Einer der Arenaleiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Galar, unsere Arenaleiter. Und jetzt? Jetzt ist mein großer Auftritt gekommen. Jetzt darf ich ins Stadion. Hey, hey, hey! Wow! Das ist aber riesig hier. Fantastisch! Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen, Rosem ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung.
Die Arena Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zu begutachten oder so. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen Termin. Macht's gut. Cool, dieser Rose. Scheint ein netter Kerl zu sein. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lasst uns gleich angehen, Katze! Die Arenaleiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Das erste oder der erste von ihnen erwartet uns in Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Okay. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter plätten, ist ja klar. So, dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt das Abenteuer so richtig und starten auf Route 3. Endlich können wir Engine City vorerst zumindest verlassen und das Abenteuer fortsetzen. Katze, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Was denn? Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Verzeihung, hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Das ist aber freundlich. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du vor einem Kramor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen und fertig, guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich wie gesagt nur an Orte, die du zuvor schon mal gesehen hast. Wenn du als nächstes nach Turffield willst, musst du also erstmal zu Fuß dahin. Okay, danke für den Tipp. Oh, hey Challenger, ich freue mich schon auf die vielen Kämpfe. Viel Glück. Wow, seid ihr meine Fans? Hey, echt cool. Viel Glück, viel Erfolg. Wow, hier sind echt viele. Moment mal, Karte. Was sagt denn die Karte? Wo muss ich denn hin? Ah, Route 3 führt uns nach links. Aha. Also gehen Westen. Na gut. Oben ist der Norden, rechts ist Osten, unten ist Süden und links ist Westen. Man kann sich das so merken. Im Uhrzeigersinn, nie ohne Seife waschen. N steht für Norden. Ohne, also O für Osten. Süden für Seife. Und W für Westen für Waschen. Nie ohne Seife waschen. Habe ich jetzt kompliziert erklärt. Ihr wisst, was ich meine. Nord, Ost, Süd, West. Und hier kommt der Hinweis, wenn euch Pokémon gefällt. Hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Denn dann verpasst ihr keine spannenden Videos mehr auf dem Kanal. Da bist du ja. Du, ich habe die Idee. Wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich? Okay, geht klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Okay, Hope. Ich freue mich. Endlich können wir kämpfen. Ich gegen Hope. Hope gegen mich. Dubidubidu, dubidubidu. Okay, dann mal los. Ich bin gespannt. Los, Magdalena! Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena-Challenge. Okay, Hope. Ich will doch mal sehen, was du auf dem Kasten hast. Ich gehe mal aber stark davon aus, dass ich vielleicht gewinnen könnte. Ach ja? Oh. Tackle! Okay, jetzt geht's los mit Tackle. Wow, wow, wow. Vorsicht. Aber Magdalena, hau jetzt mal Furienschlag hinterher. Da müssen wir dieses Volley doch plätten können, oder? Okay. Das war ja schon mal super, was wir da gemeistert haben. Tja, Hope, da staunst du nicht schlecht, was?
Natürlich ruft er jetzt erstmal Chimpep ins Spiel. Na gut. Für Chimpep habe ich die richtige Antwort, nämlich Schnuffi, mein Feuer-Pokémon. Dann mal los. Chimpep, Chimpep. Okay. Ich bleibe aber, wie ihr sehen könnt, bei Magdalena und setze Pflücker ein. Denn mein kleines Vögelchen muss auch trainiert werden, ist ja klar. Wahnsinn, dass die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon voll verinnerlicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ach, Hope, du bist echt ein freundlicher Kerl, weißt du das? Oh ja, danke. Aber viel wichtiger wäre es mir, gegen dich zu gewinnen. Denn ich will ja der nächste Pokémon-Champ werden. Tut mir leid, Hope. Ich bin da knallhart. Ich meine, ein Pokémon-Kampf ist ein Pokémon-Kampf. Hier gewinnt einfach der Bessere. Und ob ich der Bessere bin, tja, das werden wir am Ende des Kampfes herausfinden. Aber ich sag mal so viel, ich habe natürlich fleißig trainiert. So. Ruf mir Schnuffi. Los, 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 los. Ja, wir haben leider kein Elektro-Pokémon. Das würde uns sehr stark helfen. Aber mit unserem Elektro-Pokémon können wir hier zumindest, könnten wir Gas geben. Aber Schnuffi kann mit einer starken Glutattacke auch dem Mikrofon Hope das Wasser reichen, denke ich. So. Okay. Glutattacke! Oh nein, Maiko! Aufgepasst! Pieksa-Attacke! Hey, nicht schlecht, Hope. Doch was hältst du davon, wenn ich noch einmal den Glutangriff einsetze? Das wird dich aufhalten. Das wird dich stoppen. Oh. Tschüss, Vögelchen. Hey, 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 Maiko! Oha. Das ist wohl noch. Da ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Das finde ich toll, dass du das so positiv siehst, mein Lieber. Nicht schlecht, Rivalin. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Ich hasse meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Du hältst die Ligakarte von Hope. Dankeschön. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein, Hope aus Fullongham. Hey, Hope aus Fullongham. Hättest wenigstens warten können. Können wir gemeinsam Route 3 erforschen. Na gut. Dann muss ich alleine wohl hinterher. Wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftungen hilft Gegengift. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Ja, das ist wohl wahr. Man braucht nichts... Oh, ein Skunkapoo. Das ist ja mal cool. Achtung, das möchte ich mir jetzt fangen. Ein Skunkapoo. Yeah. Okay, ich muss auf jeden Fall mit Magdalena das Pokémon schwächen. Sonst werde ich keine Chance haben. Pflückerattacke. Ich werde auch die Pokémon nach wie vor nach euch benennen, obwohl es mir nicht mehr erlaubt ist, die Kommentarfunktion einzuschalten. Ihr wisst ja, ich habe letztens in meinem Infovideo erzählt, dass das Koppergesetz in Kraft getreten ist, das da sagt, dass Kinder besser geschützt werden auf YouTube und daher keine persönlichen Daten preisgegeben werden dürfen. Das heißt, unter Kindervideos könnt ihr leider nicht mehr kommentieren. Das habe ich nicht selbst eingestellt, das kommt von YouTube. Aber ihr könnt immer noch unter Informationsvideos kommentieren, die eigentlich erstmal nur an Eltern gerichtet sind. Aber weil sie an Eltern gerichtet sind, dürft ihr da kommentieren. So, Erfahrungspunkte erhalten. Kim erreicht Level 15. Sehr gut. Und Achtung, Skunkapoo. Ein Eintrag. Skunkapoo dreht es einem den Hinterleib zu und hebt seinen Schweif, versprüht es kurz darauf eine Flüssigkeit, die so sehr stinkt, dass sie einem die Sinne raubt. Cool. Also ich finde Skunkapoo als Stinktier-Pokémon echt cool. Und wie ihr wisst, werde ich den Pokémon immer Namen geben. Tada! Lieber Nico, du hast dir gewünscht, ein Pokémon zu sein. Genau gesagt,
Dein kleiner Bruder oder dein großer Bruder hat sich das gewünscht für dich. Und deswegen bist du jetzt im Spiel, lieber Nico. So, hier haben wir einen Galar-Zickzacks. Das werde ich natürlich nicht benötigen, weil ich bereits eins besitze. Aber dass wir eins treffen, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Vor allem finde ich diese Zickzacks-Pokémon echt klasse. Boah, was bist du denn? Ein Cotini! Das ist ja mal süß. Ein Cotini. Ich bin mir gerade unsicher. Gab es das schon in Pokémon Sonne und Mond oder erst seit dieser Edition? Ich muss zugeben, ich habe zwar Sonne und Mond gespielt, allerdings nicht so intensiv. Deswegen habe ich das gar nicht mehr im Kopf. So. Ja, ihr habt schon gesehen, ich hätte Angst mit einer Pflücke-Attacke, das gegnerische Pokémon zu bezwingen. Deswegen greife ich doch lieber zum Furienschlag. Okay. Jetzt aber mal einen Pokéball hinterher. Mal sehen, werde ich es fangen können oder flüchtet es in letzter Sekunde? Ja. Sehr, sehr gut. Da habe ich ja nochmal richtig Glück gehabt mit dem Fangen des Pokémons. So, ein Eintrag für Cotini. Cotini, viele Leute werden ihre Trainer, weil sie es niedlich finden, wie diese Pokémon in sanften Brisen herumwirbeln und voller Freude singen. Cotini bekommt natürlich auch einen Spitznamen. Es warten noch sehr, sehr viele Kinder auf Spitznamen von Pokémon. Aber dieses Pokémon möchte ich der lieben Talissa widmen. Talissa. Oder Talisa. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Talisa, du bist Cotini. Ganz liebe Grüße. Oh, da kommt noch ein Cotini. Und noch ein Zickzacks. Brauche ich nicht. Oh, ein Maholo. Ja, Maholo könnte ich mir fangen. Maholo finde ich besonders cool. Da sollte man nicht Nein sagen, wenn man die Chance hat, ein Maholo zu fangen. Auch ziemlich coole Pokémon, müsst ihr wissen. So, Piekser. Oder Pflücker. Energiefokus. Das ist gut. Das gibt mir nochmal ein bisschen extra Zeit, um dann im richtigen Moment anzugreifen. Aber mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich mir das wünsche. Ja. Klasse. Das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Wieder ein weiteres Pokémon in unserer Box oder in unserer Liste. Maholo, da es vor Kraft strotzt, hebt es zum Zeitvertreib Felsen. Dadurch gewinnt es an zusätzlicher Stärke. Und natürlich bekommt auch Maholo einen Spitznamen. Und das möchte ich dem lieben, ich verrate schon mal, während ich es eintippe, dem lieben Roman widmen. Roman, du darfst Maholo sein. Ich hoffe, dir gefällt Maholo. So. Dann ab geht die Post. Weiter geht es hier durchs hohe Gras. Oh, eine Trainerin. Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Ich habe es nicht nur gesehen, ich war Teil der Zeremonie. Ich war wie ein Fußballer gekleidet. Oh, Vulpix. Sehr schönes Pokémon. Kennen wir ja aus Pokémon Let's Go Pikachu. Da hatten wir schon das Vergnügen. Okay. Dann mal los, mein liebes Pokémon. Oh, wow, wow. Magdalena. Jetzt aber schnell Pflücker hinterher. Ja, Furienschlag. Oh nein, ich habe mich vertippt. Oh nee, jetzt bin ich ausgesehen auf Auflockern gekommen. Das bringt mir natürlich jetzt herzlich wenig. Zumal ich die Attacke Auflockern gar nicht so besonders cool finde. Da finde ich so Attacken wie Heule oder Rutschenschlag besser. Jetzt im Vergleich. Aber gut, noch einmal Furienschlag. Oder jetzt erstmal so richtig. Oh nein, Vulpix, komm zurück. Es tut mir leid, liebe Göre. Damit hätte ich sie besiegt und Gacha erreicht Level 15 und Mira wurde besiegt. Den Kampf habe ich verloren, aber die Lust an Kämpfen nicht. Das ist schön, meine Liebe. Es freut mich, dass es dir gut geht. So, nächstes Jahr nehme ich definitiv auch an der Arena Challenge teil. So viel steht fest. Das darfst du gerne machen. Da hält dich niemand auf. Wenn das dein Wunsch ist, dann mach das auch. Nochmal ein Maholo. Ja, jetzt sind die Maholos los.
Die Mahalos, die greifen oder schreiten hier zur Tat. Na gut. Hallo, 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 liebe Mahalos. Wunderschön. So, das hat schon mal super funktioniert. Noch ein Level up. Das trifft sich gut. So muss es laufen. Nitro-Ladung. Möchte Kikalo, also Schluffy, erlernen. Angriff 39, Spezialangriff 26. Ja, da muss Glut auf jeden Fall weg, denn mein Angriff ist stärker und Nitro-Ladung ist eine physische Attacke. Also eine Attacke, wo der Gegner berührt wird. So, Dennis, Level 16. Auch gut. Geht auch langsam voran. Was ist jetzt los? Nanu, Magdalena entwickelt sich. Maiko entwickelt sich. Oh mein Gott. Ach, wie toll. Eine Krähe. Glückwunsch. Deine Magdalena hat sich zu einem Kranowitz entwickelt. Da bin ich mal auf den Pokédex-Eintrag gespannt. Achtung. Kranowitz. Es hat viele heftige Kämpfe überstanden und dabei gelernt, die Stärke seiner Gegner stets korrekt einzuschätzen. Cool. 0,8 Meter lang, das Ding, oder groß. Du findest 3 Heilbälle. So, Achtung, hier sind viele Zickzacks unterwegs. Da ist ein kleines Mädchen. Aber für heute, muss ich sagen, haben wir unser Abenteuer gut fortgesetzt. Und ich bin gespannt, wie es auf Route 3 weitergehen wird. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben, da wo der Finger zeigt. Tippt da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt katztastisch!